Geek Talk, der europäische Tech Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 10. März 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1330. Heute mit den folgenden Themen: Google, Google, SBB, Oppo, Oppo, Apple, iPhone Classic und HMD. HDM, um genau zu sein. Zwar erst mit Google. Bis an ihn musstest du richtig Geld abdrücken monatlich, um von Google One, also dem VPN bei Google One, zu profitieren. Dann musstest du mindestens einen 2-Terabyte-Speicherplan abonnieren. Der ist soweit das um die 20 Währungseinheiten pro Monat. Nee, das war ein Jahr. Ach, dann ist ja gar nicht so viel Geld. Genau. Das ist pro Monat. Irgendwas stimmt hier nicht. Genau. Auf jeden Fall musste man einiges an Geld abdrücken, um ähm, die, von diesem VPN zu profitieren. Neu ist es nicht mehr so. Google hat gesagt, alle, die uns Geld in die Hände werfen oder in den Rachen schmeißen, die bekommen das. Also auch diejenigen, die den Basic-Tarif um die zwei ähm, Währungseinheiten haben, dürfen jetzt vom VPN bei Google One profitieren. Da sollte ich auch dazu gehören, weil irgendwie muss ich Google immer noch für 100 Terabyte ein bisschen Geld abdrücken pro Monat respektiv im Jahr gesehen. Nee, das kommt monatlich. Ich bin durcheinander, es tut mir leid. Die Pollen und der Wind. Es ist nicht gut. Genau. Weiter geht es mit Google und zwar mit Google Trends. Ihr kennt das nicht? Kein Problem. Das sind Dinge, die man vor allem dann braucht, wenn man Themen in dieses Internet schreiben möchte und am Puls der Zeit sein möchte oder einfach wissen stöbern will. Die Webseite hat äh, schon seit vielen Jahren gleich ausgesaut, eher langweilig und alt halt. Und jetzt ist alles neu. Google Trends hat sich neu aufgestellt. Es ist übersichtlicher, es ist größer, es ist, ja, macht mir Spaß darauf rumzugurken. Für alles andere müsst ihr selber mal ausprobieren. Dann gibt es Neuigkeiten zu der SBB und die Geschichte mit dem. Bahnhöfen, welche sie überwachen möchten. Ich habe ja hier, glaube ich, schon mal, oder war es in den News drüben? Es war, glaube ich, in beiden Orten darüber ein bisschen was erzählt und ich konnte am Anfang das Ganze nicht verstehen. Es tauchen immer mehr Details auf, die eher so schwammig und speziell sind. Deshalb mache ich es jetzt doch so wie der liebe Zuhörer Yves und werde die äh, Petition unterschreiben, weil das geht dann so doch wieder nicht, wenn man es dann einfach zu gierig wird und oder vielleicht auch später wird könnte. Wir werden, wollen ja nicht, dass die Grundlage gelegt wird für solche Dinge. Apo, da gibt es Neuigkeiten und zwar zum Oppo Pad 2. OPPo Pad, das ist das Teil, was es noch nicht bei uns in der Schweiz gibt. Auch nicht in Deutschland sowieso nicht, aber auch nicht in Österreich. Bei uns gibt es ja nur das OPPo Pad Air. Jetzt hätte ich fast gesagt Oppo iPad R, aber das ist ein wahrscheinlich extra Schreiber von Oppo. Was gibt es da für Neuigkeiten? Ja, ein paar Geekbench sind aufgetaucht, man weiß jetzt ein. Bisschen mehr was drin ist. Es schaut ganz so aus, als ob der ähm, ähm, Snapdragon 888 mit drin ist. Ob es aber der erste Generation oder der zweiten ist, das hat man noch nicht gesehen. Wir dürfen weiter abwarten. Es wird ja gemunkelt, dass am 21. dieses Monats noch ein Event ist von Oppo und somit vielleicht sehen wir da schon etwas. Was da aber eher vorgestellt wird, ist das Oppo Find X6 Pro, das Flaggschiff-Smartphone von Oppo, dessen Vorgänger ich extrem mag. Und das hat neue, neue Neuigkeiten, genau, neue Leaks erfahren. Zum einen soll da eine sehr, sehr gute Kameralinse im Bereich Telelens hinten drauf kommen, aber viel interessanter soll das Display sein. Nämlich etwas, was Apple mit dem iPhone 14 letztes Jahr aufgestellt hat, war ein NITS-Rekord, der Helligkeitsrekord. Mit 2000 NITS waren sie bis und mit heute noch das Smartphone mit dem hellsten Display, was auf dem Markt geht. Das möchte anscheinend Oppo killen, also das, äh, der erste Preis, der erste, ähm, ja, der. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich doch. Sie möchten nämlich 2400 Nits verbauen. Das sagen zumindest die Gerüchte dazu. Ende des Monats oder im nächsten Monat werden wir schlauer sein. Und heute, wenn ihr mich gesehen hättet haben können tun, genau, super deutsch wieder mal, hättet ihr mich im Kreis hüpfen sehen können, weil ich äh, richtig Freude gehabt habe. Schon länger warte ich darauf, dass Apple die Apple Music. Classical App rausbringt. Das, was Sie mit Prime Phonic, was Sie damals aufgekauft haben und den eigenen Geschichten, die Sie sowieso schon haben, ähm, äh, ja schon länger angeplant haben, kommt jetzt endlich zu uns. Per 28. März kann man sich das Ganze runterladen. Ja, eigentlich falsch, weil ihr könnt es euch jetzt schon vorreservieren und bekommt es dann automatisch installiert am 28. wenn es da ist. Und die beste Neuigkeit an der ganzen Geschichte ist natürlich All Inclusive. Was heißt das? Wenn du schon ein Apple Music Abo hast, egal ob ein Solo, also für Einzelpersonen oder ein Familienabo oder wie ich das Apple One Abo hast, dann hast du die Möglichkeit ganz einfach ähm, davon zu profitieren, ohne dass du Geld ausgeben musst. Das ist schön. Denn all das ist mit drin. Die ganzen Artworks, die ganzen exklusiven Alben und so weiter und so fort. Alles ist mit drin. Und das ist doch mal schön. Dankeschön, liebe Seppel. Da freue ich mich noch viel mehr. Und ich frage mich jetzt gerade, wie viel Mal muss ich noch schlafen bis zum 28. Ha, leider viel zu viel. Aber ich freue mich. gisteren of In der vorletzten Episode habe ich euch davon erzählt, dass Apple das, äh, acht der erfolgreichsten Smartphones, die weltweit verkauft wurden, gestellt haben. Eine weitere solche Zahl, die gibt es immer auch aus Japan. Da gibt es von der äh, Analyseanstalt IDC einen äh, Smartphone-Verkaufsvergleich oder eine Erhebung, die das Land Japan betreffen. Und auch hier ist Apple nach wie vor die Nummer eins. Das beliebteste Smartphone, das iPhone 14 Pro, ist ganz mit einer da vorne 8,1 Prozent ist ähm, das Ganze zwar zurückgegangen, aber nach wie vor auf 34,3 Millionen verkauften Einheiten im letzten Jahr und somit äh, ziemlich weit vorn weg das Nummer 1. Übrigens. Ähm, der Rückgang, den ich vorher erwähnt habe, das Hoch hatte Apple im Jahre 2021. Damals war es noch oder hatte Apple einen Marktanteil von 48,4 Prozent und das im Sony-Land. Das ist schon bitter für Sony. Für andere nicht ganz so. Genau. Zu guter Letzt noch gibt es Neuigkeiten von Nokia. Also nicht das Nokia, was letzte Woche ein neues Logo erhalten hat, sondern das andere, was HDMI Global sich gekauft hat, also die Rechte zumindest, damit sie Smartphones mit dem Namen Nokia verkaufen können, bauen und verkaufen. Und die wollen jetzt ein bisschen äh, sich europäischer wieder machen, sprich quasi zurückgehen. Es ist ein chinesisches Unternehmen. Die haben gesagt, sie wollen ihre 5G-Smartphones in Zukunft in Europa verkaufen. Das soll in kleinen Schritten, man mag sogar sagen, in homöopathischen Schritten passieren. Wie genau, das haben sie noch nicht gesagt, aber sich ganz stark gelobt, dass sie eben das jetzt tun möchten. Mal schauen, wie schnell dass das geht. Sie haben vor allem sich gelobt, dass sie die Ersten sind, die das tun. Ganz genau genommen, wäre da noch Gigaset, die auch Smartphones Made in Germany produziert, gut, man kann auch sagen, Gigaset ist vernachlässigbar, weil wer ist schon Gigaset? Ja, ist jetzt böse, aber in großen Menge macht das natürlich nicht so viel aus, vor allem im Bereich des Smartphones. Beim Festnetztelefon ist das noch ein bisschen was anderes. Ja, mal schauen, wie es geht. Auch sollen sie einen Server aufgebaut haben in Finnland, wo dann die ganzen Daten zentral über Europa abgesteuert werden. Mal schauen, ob das die Kundschaft auch dann schlussendlich gutieren werden. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten, die ich für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt das eine oder andere mitnehmen können. Wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Und ja, bis dann wünsche ich euch einen schönen und erfolgreichen Tag und natürlich auch dann ein schönes Wochenende. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek -Talk.